Hey und willkommen zu einem neuen Video. Einem besonderen Video muss ich dazu sagen, nicht nur dass ich auf der Nintendo Switch spiele, sondern auch dass Peter für dieses Video eine fette Stange Geld bekommt. Weiß zwar nicht warum der Vollpfosten Peter das Geld bekommt und nicht ich, aber egal. Denn dies ist eine Produktplatzierung von Peters besten Freunden den Ubisoft Jungs. Und das noch für ein Spiel das Peter wirklich mag. Aber genug der Arschkriecherei, jetzt alle mal geschwind einen Daumen nach oben geben und das Spiel kaufen. Sonst sperre ich eure Konten. Obwohl, eigentlich ist das scheißegal. Peter hat sein Geld ja schon bekommen. Kommen wir aber jetzt zum Spiel. Es geht um die Erweiterung Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure. Peter hat das Hauptspiel glaube ich auch schon durch. Wollen wir mal sehen. Alter, was für ein verschissener Such. Die Peter hat ja fast 100%. Daran kann man aber gut sehen, dass Peter wirklich Spaß hatte an dem Spiel. Und es nicht nur wegen der Kohle macht wie viele andere Spackenkanäle. Fangen wir nun mit der Erweiterung an. Für alle die gar nicht wissen was das für ein Spiel ist, es handelt sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel im Mario plus Rabbids Universum. Und dank der neuen Erweiterung jetzt auch mit Affen. Ich bin echt mal auf die Story gespannt. Oh Mann, was ist das denn für ein fetter Hase? Ihr müsst wissen, das ist eine Zeitmaschinen-Waschmaschine-Maschine. Holla, die Waldfee hat da einen fetten Arsch. Oh meine Güte, was ist jetzt passiert? Der Hase ist geil. Oh, eine andere Dimension? Wenn ihr mal nicht der dicke Affe Donkey Kong wohnt. Ah, jetzt geht es los. Soll ich das Ganze synchronisieren? Oh, nein. Wo ist der Rest der Waschmaschine? Wo sind du hier? Gestrandet? Auf einer tropischen Insel, ohne, groß geschrieben, die Möglichkeit uns zurück zu befördern. Alter, wie lange reden die in diesem Scheißspiel? Ich will endlich spielen. Alter, euer Ernst? Wenn ich mir einen verschissenen Film angucken will, dann gehe ich ins Kino. Hole mir eine 2 Liter Kohle und 4 Kilo Popcorn und wundere mich nachher, warum ich nicht abnehme. Aber egal, wann geht's los? Ich glaube, da hat jemand seine Waffe am Lagerfeuer vergessen. Da sag ich nur selbst schuld, du Scheißhase. Ja, Donkey Kong naht zur Rettung. Jetzt wo ich Donkey Kong sehe, muss ich an den Moment denken, als dieser fette Affe das erste Mal in Peters Leben getreten ist. Das war am 24. November 1994, damals hatte Peter noch so viel Skill, dass er einfach den Lorenlevel mit dem Fuß durchgespielt hat. Das war schon echt heftig. Ich konnte den ja noch nicht mal mit den Händen. Wann ist der krasse Affe das erste Mal bei euch im Gehirn aufgetaucht? Die Frage war übrigens für diejenige, dessen Oberstübchen nicht nur mit heißer Luft gefüllt ist. Geil, Kranky als Rabbit. Ah, jetzt geht's rund. Besiege alle Gegner. Mit Y könnt ihr übrigens den Kinder-Pussy-Modus aktivieren, wenn euch das Spiel zu schwer ist. Endlich können wir wieder Leuten auf die Fresse hauen. Hier könnt ihr euch jetzt das Spielfeld begutachten, kämpfen oder euer Team ausrüsten. Das machen wir aber jetzt nicht, da wir noch nicht wirklich viel haben. Das ist jetzt ganz einfach. Ihr könnt mit jedem Charakter laufen, eine normale Aktion ausführen und zudem noch eine Spezialaktion ausführen. Wollen wir mal sehen. Werfen hat er gesagt. Das war geil, den Hasen hab ich's gegeben. Einfach mal schön die Banane geschmissen, und wie groß die war. Ich kannte auch mal jemanden mit einer sehr großen Banane, das ist aber eine andere Geschichte. Mit Kranke gehen wir durch die Röhre und laufen erstmal einen Hasen um, dann die anderen beiden mit der Granate gekillt. Der letzte Move ist easy, Röhre. Umlaufen. Schießen. Jetzt ist der Gegner dran.
Gut, dass ich Bereitschaft aktiviert habe, dann schießen meine, sobald sich was bewegt. Okay, das war ja mal mega einfach. Ich merke schon, ich bin ein Vollprofi. Ausgezeichnet, neue Waffen verfügbar in der Kampfzentrale. Das schauen wir uns gleich direkt mal an. Oh, die Maschine ist in 1000 Teile zerfallen? Verdammte Scheiße, dann muss ich auch 1000 Teile finden. Ah, die Fasskanone, was für ein Zufall. LOL, das ist ja mal super mega affengeil. Ach ja, hatte ich das schon erwähnt, dass man zwischen den Kämpfen die Welt erkunden kann? Hier gibt es echt viel zu entdecken. Gehen wir aber zuallererst in die Fasskanone. Oh, eine neue Insel. Oh Sekunde, das sieht aus wie der zweite Kampf. Ah, das erste fehlende Teil. Ein Sammler, auch genannt zwanghafter Abzwacker, der könnte eigentlich auch Beta heißen. Hole Waschmaschinenteile zurück. Okay, vermöbeln wir mal die ganzen Rabbits. Aber zuerst in die Kampfzentrale, hier kann man sein Team ausrüsten. Ich glaube, ich spare noch ein wenig. Denk nicht, dass ich hier eine neue Waffe brauchen werde. Fertigkeiten gibt es auch noch, aber dazu müssen wir noch ein paar Runden finden. Obwohl, für eine bekomme ich ja auch schon was. Das sieht cool aus, das nehme ich, kostet auch nur eine Rune. Kämpfen wir. Jetzt können wir die zuvor gezeigten Skills nochmal benutzen. Die Reihenfolge ist wirklich wichtig, aber das erzählt euch Peter am Wochenende. Peter hat das Spiel komplett analysiert und ich darin auch mega affengeil. Damit es auch die Normalen verstehen, Peter ist gut. Die Rohre sind ja echt witzig. Ich glaube, ich muss die Rabbits zerstören, die mit den Teilen rumlaufen. Verdammte Scheiße, warum läuft der denn weg? Die teilen aber ganz schön aus. Aber noch sieht alles gut aus für mich und mein Team. Das Schmeißen macht ja mega Spaß, aber tut mir einen Gefallen. Auch wenn das verlockend klingt, aber werft nicht eure Hasen auf andere Leute. Ich habe es versucht und man hätte fast mein Programm gelöscht. Den holen wir uns jetzt. Da haben wir Teil Nummer 1. LOL, was war das denn für ein Move? So bekomme ich die Teile ja nie. Jetzt ist Schluss mit lustig. Entschuldigt diesen krassen Schnitt, aber ich renn diesem verkackten Affen nur schon ganze 2 Runden hinterher. Jetzt mach ich den fertig. Hier kann man jetzt gut erkennen, wie man Affen und Rabbits in Perfektion steuert und so den Sieg einfährt. Vielleicht sollte ich Trainer von der deutschen Nationalelf werden. Oder hatte ich wohl noch WhatsApp an? Ich schreibe nebenbei noch mit Alexa, ich habe gehört, die ist geil. Zwar hört ihr Vater Herr Amazon immer mit, aber das ist egal. Da geht es auch direkt weiter mit dem dritten Kampf. Aber ich würde sagen, dass wir hier eine Pause einlegen. Denn meine Batterien sind leer und ich muss mich mal wieder frisch aufladen gehen. Ich bin ja auch nur eine Scheißmaschine. Noch eine kleine Info, diese Produktplatzierung besteht aus insgesamt 2 Videos. Demnach wird Peter versuchen, auch so ein mega geiles Video zu machen wie ich. Bitte unterstützt ihn dabei, damit er nicht traurig ist und die Ubisoft-Jungs sagen, toll gemacht. Also in diesem Sinne, habt noch einen beschissenen Resttag und wir sehen uns im nächsten Video. Ach ja, ich hatte mal die Idee, dass ich mich selbstständig mache, also dass ich mir einen neuen Kanal aufmache. Da muss ich mich dann auch nicht zurückhalten mit den Fluchen, und zudem ist das dann ein frischer Kanal und nicht so einer wie Peters, der absichtlich von YouTube versteckt wird. Dann kann ich gerne mal ein Video zu unserem Lieblingsveganer Ungo machen.
Dann mache ich ein Reaktionsvideo auf das Reaktionsvideo von Unge, wo er auf das Reaktionsvideo von Gronkh reagiert. Also das, wo Gronkh ein Reaktionsvideo von Unge guckt und darauf reagiert. Also eine Reaktionsvideoception. Das wird geil, ich schwöre. Den Schabos wissen, wer der Babo ist. Jetzt hab ich extra so viel gelabert, dass wir über die 10 Minuten kommen, aber da dies eine Produktplatzierung ist, kommen keine Werbeblöcke. Peter ist Ehrenmann. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und ansonsten habt noch einen restlichen Scheißtag bei.